So, meine Damen und Herren, zu den Diabetologen. Traditionell gibt es in dieser Facharztgruppe keinen wirklichen Favoriten. Die goldene Tablette wechselte fast jedes Jahr den Besitzer. Und vor diesem Hintergrund muss man auch das folgende Ergebnis betrachten. 2012 gab es, was schaue ich denn da hin, keinen dritten Platz, dafür aber sage und schreibe 4 zweite Plätze. Nämlich, vielleicht schauen wir uns die Grafik bei der Gelegenheit an, oder wollt ihr noch mal ganz kurz diese kleine Animation bringen? Ja, da haben wir sie. Aventis, Lilly, Novo Nordisk und Novartis, alle holten 6,3%. Zwei weitere Unternehmen brachten es auf 7,5%. Die goldene Tablette 2012 geht an den Vorjahressieger Berlin Chemie und an Bayer Healthcare. Herzlichen Glückwunsch! So, und für diese beiden Unternehmen begrüße ich erneut Michael Bollesen von Berlin Chemie und Helmut Schäfers, den Leiter der Unternehmenskommunikation bei Bayer. Herzlich willkommen. Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Sie können gleich hier oben bleiben, habe ich den Eindruck. Danke. Braun gebrannt, wo waren Sie im Urlaub? Kreta. Oh, schön. Ja. Das nennt man, wie nennt man das denn? Das nennt man Sommerurlaub. Das nennt man Sommerurlaub, ja. Ich habe allerdings festgestellt, dass ich, als ich zurückkam, voriges Wochenende, der griechische Euro vom Parkautomaten in Mülheim an der Ruhr schon nicht mehr akzeptiert wurde. Nein. Ja. Ich habe halt gegen die Compliance verstoßen und keinen Parkschein gelöst. Aber was weiß dieser Parkautomat, was unsere Kanzlerin noch nicht weiß? Das weiß ich wiederum nicht. Gut. Herr Bollesen, Millionen Menschen sind in Deutschland an Diabetes erkrankt und es werden auch Jahr für Jahr mehr. Wie ist denn im Augenblick der Stand der Forschung? Oh, da sind Sie ja im Marketing bei mir völlig falsch. Das muss ein Marketing-Mensch aber doch wissen. Da ist viel am Tun, am Machen. Wir selber versuchen natürlich auch den niedergelassenen Arzt sehr stark zu unterstützen. Vielleicht ein bisschen unser Engagement, was haben wir dieses Jahr gemacht? Wir haben in Deutschland gemeinsam mit Diabetologen entwickelt ein ganz neues Schulungsprogramm für Typ-1-Diabetiker, das geschult wird, ich sag mal, in den nächsten 20 Jahren bei jedem Typ-1-Diabetiker. Ein strukturiertes, durch Psychologen und Diabetologen entstandenes Programm. Ganz wichtig auf diesem Gebiet ist ja die Prävention. Gibt es da irgendwie Fortschritte? Werden die Menschen gesundheitsbewusster oder ist genau das Gegenteil der Fall? Ja, das Wichtige im Bereich der Diabetologie ist ja vor allen Dingen, den Menschen mit Diabetes wirklich ernst zu nehmen. Das ist immer geschehen, wird aber immer wichtiger. Das große Ziel der Patienten mit Diabetes ist eigentlich, ihr Leben zu managen, um zu vermeiden, dass Diabetes ihr Leben managt. Und dazu leisten wir auch unter unserem Motto Bayer Science for Better Life einen ganz wichtigen Beitrag. Und das spüren auch die Patienten, die Menschen mit Diabetes. Und das spüren offensichtlich auch die Diabetologen, denn sonst hätten sie uns auch nicht zu dieser Auszeichnung verholfen, über die wir uns natürlich sehr freuen. Gibt es eigentlich bei diesem Punkt auch Zusammenarbeit in der Pharmabranche? Ja, es gibt ja nicht nur Streit, den gibt es ja des Öfteren, das ist ohne Zweifel so, aber es gibt natürlich auch Zusammenarbeit und das ist auch gut für den Patienten und das müssen wir sicherlich auch wiederum im Interesse der Patienten, der Medizin, aber auch im Interesse unserer gesamten Reputation nach draußen tragen. Das ist ja auch eine Aufgabe der Unternehmenskommunikation. Das müssen auch die Politiker und die Entscheider spüren, dass die Industrie eine wichtige Rolle spielt, nicht nur als Lieferant von Arzneimitteln, sondern auch in der Gesundheitswirtschaft wichtige Beiträge leistet, die für die gesamte Bevölkerung von großem Wert sind. Meine Herren, vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch zur goldenen Tablette. Dankeschön. Vielen Dank.